Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, ober uns ist ein Roboter, ne? Der sucht nach uns, aber der kann uns momentan vielleicht sogar ein bisschen gestohlen bleiben. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin, die Kerle hier noch unschädlich zu machen. Das wäre mir echt lieb. Das wäre mir sogar sehr lieb. Gespeichert haben wir eh. Von dem her ist schon mal die halbe Miete. Ist das schon mal die halbe Miete, so wollte ich sagen. Ich habe genug von diesem ganzen Trara. Ich zahle gutes Geld, um genau so etwas zu verhindern. Ja. Gerade vorhin durfte ich sie noch würgen. Jetzt. Oder ihn. Sie, ja. Der ist so schmächtig. Ich dachte, das ist meine Frau. Ich glaube, es ist sogar eine. Natürlich ist es eine. Und zwar die, die uns verpfiffen hat. Die blöde Mistkuh. So. Wo tragen wir die jetzt am besten hin? Ich würde mir sagen, dahin. Boom. Schäl angehauen. So ist richtig. So, passt doch. Ist ja gar nicht wahr. Ist ja... Oh. Oh weia, das war verkehrt. Okay. Ach komm, Menno, ey. Das kann ja echt nicht sein, dass ich das nicht hinkriege. Der Raum ist einfach zu voll mit lauter Vollidioten. Ist ja nicht zu glauben. Wirklich wahr. Ah. Mühselig. Wirklich wahr. Richtig mühselig. Vielleicht sollte ich die einfach umgehen. Ist es denn so wichtig, dass ich die hier platt mache? Ich weiß es gerade nicht. Sie haben hier nichts verloren, Fremdling. Weg! Was? Mich konnte es doch keiner sehen. A, B, C, D, E und D. H, I, J, K, L, M, N, O, P. Q, R, S, T, U, V, W. X, Y, Z, J, H. Das ist unser ABC. So geht unser Apfelbeet. Was? Ja. Die ganze Familie totgestochen. Komplett entstellt. Überall Blutfliegennester. Grausig. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Was mache ich? Nochmal dasselbe. Hier kann man echt kaum noch Luft holen. Doch, doch, das geht schon noch. Was geht? Lassen Sie mich! Also, mal sehen. Was war es? Ich sehe mich mal um. Ein Roboter. Bitte, lass dich würgen. Mist. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ins Büro war eigentlich geplant. Ich rufe um Hilfe, wenn sie nicht gehen. Ich bin schon weg. Hey, stimmt was nicht? Ich sollte Leibwächter anstellen. Was für eine grässliche Situation. Hätte ich die Blutfliegen, würde ich mich vermutlich umbringen. Puh.
Wache! Was soll dieser Alter? Bitte, 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 bitte. Was? Fuck. Halt! Lust auf Schläge? Du willst kämpfen? Scheiße. Wo stecke ich denn jetzt schon wieder fest? Es ist zum Schreien. Es ist ja zum Schreien. Ich wische mir nachher dein Blut ab. Ich krieg dich schon. Es ist echt zum Schreien. Ich reiß dich in Stücke! Beim haarigen. So, sind jetzt einmal alle weg? Ich glaube. So ein Lärm machen, ey. Muss ja nicht sein. Ja, die Münzen nehmen wir alle mit. Wir haben hier einen Notfall. Ich weiß, was das wohl war. Hallo. Ich soll wem trauen, der sein Gesicht verbirgt? Ja. Zu Hilfe! Was soll dieser Aufruhr? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! So, bleib hier liegen. Depp. Bewusstlos. Sehr schön. Wo sind die anderen zusammengebrochen? Keine Ahnung. Wo die anderen umgefallen sind, aber sie sind umgefallen. Das ist schon mal gut. Halleluja. Jam, jam, jam. Was ist hier passiert? Kann jemand am Tisch verstecken? Ja. Nein. Ganz ruhig, Magen. Du kriegst ja bald Essen. Ist das der Hund? Ich denke mal, ne? Wie bitte? Mann, das war falsch. Ach, was ist hier los? Das, ja, sie hüpft nicht. Sie hat keinen Bock heute mehr. Das wundert mich auch nicht. Was war denn das jetzt? Mann, ey. Das ist so scheiße. Was tut sie denn mit dem Scheißherz? Ich wollte mich doch nur heilen. Das ist nicht. Da. Ich wollte mich doch nur heilen. Krutze Türken noch einmal. Ducken. Es ist unmöglich, heutzutage gute Diener zu finden. Was? Wir haben hier einen Notfall. Irgendwo ist eine Maschine. Maschine, ne? Boah, ey. Ich muss was essen. Die sind aber auch ganz schön lästig hier, ne? Also wirklich lästig. Lästig, lästig. Unfassbar lästig. So, ich glaube, das kann man mal speichern. Alter Schwede. So. Ja, bitte. Oi. So. Kann ich jetzt dann bald einmal zu diesem Knochenfragment? Scheint irgendwie unter uns zu sein. Ein Stück zumindest. Wer ist hier eigentlich? Aha. Warte. Ich habe ihm nichts getan. Innert. Bitte, tun Sie mir nichts. Wieso ist die tot? Alter. Ich sag kein Wort! Wirklich! Hat ihn ungemein attraktiver gemacht.
Okay. Was ist hier passiert? Hä? Okay. Ja. So, jetzt muss ich mal nachschauen. Hier unten gibt es Roboter oder was? Na, schaut nicht aus. Den Lift darf man nicht betätigen, hat's geheißen, ne? Den Lift soll man nicht betätigen. Ist der Roboter ober uns? Ich glaube, ne? Mhm. Na fein. Da hinten ist noch eine Tür, die habe ich gar nicht gesehen. Hoppala. Boy. Okay, das könnte eventuell sowas sein wie der Personalaufgang oder so. Ich glaube, das haben die Herrenhäuser. Da drüben rennt ein Roboter rum. Wie man die kaputt kriegt, effizient meine ich, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. So. So. Ja. Ich glaube, ich laufe hier unnötig im Kreis rum, ne? Aber vielleicht sind wir doch richtig. Ich schau mal ganz oben nach. Da hat es ja geheißen, dass der Luca Abele gerne seine Ruhe hätte. Schauen wir mal, was haben wir da? Nix. Delilah Copperspoons Gemächer. Mhm. Wer sein Gesicht versteckt, wird sicher nichts Gutes im Schilde. Doch, doch, ich bin sehr lieb und sehr gut. Das ist echt hey, lästig. Komm her. Was ist hier los? Und was ist hier los? Es ist echt lästig. Diese alten Weiber, ne? Diese blöden Mistkühe. Wo geht's eigentlich hier hin? Ich sage, es ist ein Bär. Das hier ist fürs Personal. Wochenlang Zwieback auf dem Sch. Verdammt! Das gibt's ja nicht! Ach, jetzt lade ich aber. Jetzt schaue ich mir einmal das Brot an und es ist ja scheiße, ey. Aber ich glaube, so verkehrt sind wir vielleicht gar nicht, ne? Delilahs Gemächer sind da oben. Okay. Die haben wir somit dann auch schon mal. Und es wäre echt gut, wenn man die Alte da... Ich werde sie versuchen, an uns ranzuziehen. Und sie dann, ja, bewusstlos zu würgen, meine ich. So. Was? Ups. Jetzt sterben sie. Verstehst? Jetzt? Nein, nicht speichern. Jetzt sterben sie, diese Schweine. Jetzt sterben sie. Aber der eine hat sich vorher ganz übel den Schädel angehauen. Das geht, null Problemo. Aber wenn sie gegen eine Tür knallt, dann ist vorbei. Genau. Ist logisch. Ist absolut logisch. Ich, boah. Wow. So, manchmal. Manchmal ist das alles zum Heulen. So. So. Die haben wir schon mal.
So spitze versteckt ist es nicht unbedingt, aber was soll's. So. So. Alter, das ist echt blöd. Dass alles und jeder sich da immer beschweren muss. Immer, immer, immer. Was ist hier passiert? Sag mal, den da noch? Das ist nie passiert. Nein, niemals. Hast eh keine Chance gegen uns. Ja. Hoffentlich ist er nicht gestorben. Müssen wir probieren? Ich glaube, der ist gestorben, ne? Wo ist er denn überhaupt hin? Hä? Hä? Wo ist er denn hin? Keine Leiche, nix? Hä? Ich habe eine Rune gehört. Da haben wir Walöl. Ein paar Münzen. Ich muss mal vielleicht. Warte kurz. In dieser harten Welt bist du allein. Bis auf wenige Verbündete. Der ist irgendwie weg. Hä? Ich hoffe, das war richtig. Ich habe irgendwie, wahrscheinlich war das Herz von unten. Ich werde mal speichern. Ach du Heilige, das Herz von unten, das die Rune von unten, wollte ich sagen. Die hier, wo Mamas Herz verrückt spielt. So. Mann, 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 Mann. Hab dich! Gutes Nächtle. Sehr fein. Nehmen wir die gleich mit. Dass hier niemand Panik kriegt. So. Gute Nacht. So, was haben wir denn noch Schönes? Nicht besonders viel, ne? Eigentlich nur hier was. Gibt es hier irgendwelche Dokumente? Ja, der ist was wert, das ist schön. Ui, Wahlknochen. Zweimal, zwei Ruhe. Das hört sich irgendwie an, als wenn da was wäre, oder? Was haben wir da? Delilahs Tagebuch. Aha. Dann schauen wir doch mal. Ich habe heute das Meer gemalt. Die Flut hat mit Schaum und angeschwemmten Gesteine ihre Spuren an der Küste hinterlassen. Dabei scheinen sich die Wellen in einer geheimen Sprache zu verständigen und miteinander abzusprechen. Wenn ich diese Sprache der Wellen lernen möchte, hätte ich einen mächtigen Verbündeten. Und warum sollte ich sie nicht lernen können? Die Jahre im Nichts haben meine Sinne verändert und nun nehme ich Dinge wahr, von denen andere nicht das Mindeste ahnen. Ich würde sie gerne meine Nichte Emily Caldwin malen. Ich würde sehr gerne meine Nichte Emily Caldwin malen, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrennt.
Ich würde das Rot des Feuers mit der Farbe ihres unerträglichen Mutes abstimmen. Dieses verdorbene, trotzige Maul. Vielleicht zeichne ich bald ein paar erste Skizzen, aber vielleicht verliere ich auch die Lust daran. Luca behandelt Kanaka noch immer wie seinen Spielplatz. Ich bin sehr erfreut darüber, dass er sich nicht den unbedeutenden Zwängen der Gesellschaft und der sogenannten Etikette unterwirft. Ich fange gerade erst an zu verstehen, wie ich mich verändert habe, aber mein Herzog ist so wie immer. Seit er ein Junge war, ist er fantastisch und unbekümmert zu sein. Es ist fantastisch, so unbekümmert zu sein. So, ich kann nicht lesen, Entschuldigung. Wenn ich könnte, würde ich noch heute in Dunwall einmarschieren, aber es gibt keinen besseren Moment dafür als das Jubiläum von Jessamines Tod. Unser Kommen wird von den anderen Besuchern aus meinem Kaiserreich unentdeckt bleiben und es wird zwischen dem Tod meiner Schwester und meinem Aufstieg eine gewisse Sympathie geben, die Historiker als höchst befriedigend empfinden werden. Prima. Da! Verderbtes Knochenfragment. Super! Da haben wir schon mal eines gefunden. Ist ja nicht so schlecht. Und da drüben auch noch. Was haben wir da? Nix. Dreimal. Was? Old Parties Crystal Dingens. Jo. Schön. Gut, dann haben wir das hier ja schon mal geschafft. Geht hier was auf? Na, brauchen wir auch nicht, ne? Da ist nichts von Wert. Luca Abele und Emily, sag ich schon, Delilah, ne? Das heißt, sie sind ihm verknallt vielleicht, eventuell sogar? Hat sie da ihren Dings gemalt? Ihren... wie sagt man da? Lebensbaum? Sagt man das so? Nein, nicht Lebensbaum. Was haben wir da? Springmine brauchen wir nicht. Brauchen wir nichts von dem. Wäre wieder speicherungswürdig, würde ich sagen. Da muss ich mal wieder aufs Urli glubschen. Ein Momentele. 20. Haben wir noch ein paar Minütchen. Das einzige... Ja, okay, das passt. Wir haben noch ein paar Minütchen. Jetzt habe ich vergessen. Wie viel waren es? Ah, 7. Okay. 7 Minütchen haben wir noch. Gut. So. Da haben wir einen Lift. Niemand darf den Lift benutzen. Wer war das? Niemand. Okay. Aha. Herzog Abele oder sein Doppelgänger? Das ist der Doppelgänger. Oh mein Gott. Da hat sich was bewegt. Na na, das war Einbildung. Türe? Gibt's keine. Öffnen? Im Scheißhaus. Da verstecke ich mich jetzt. So. Boah, diese Maschinen. Ja, jetzt ist die Frage. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es der Doppelgänger ist. Weil... der hat doch gerade geraucht, oder? Zumindest war es eine Handbewegung, die auf Rauchen hindeuten würde.
Manchmal braucht man einfach Zeit für sich. Meine Verantwortung lastet auf mir. Schauen wir mal. Hallo. Keine Verbeugung? Kein Handkuss? Ich könnte dasselbe fragen. Ein Geheimnis. Also dann, wer sind Sie und was wollen Sie? Luca Bele, hören Sie mein Urteil. Sie sind der Doppelgänger des Herzogs, ich glaube auch. Hören Sie, Sie sind der Doppelgänger des Herzogs. Sie können nichts für ihn übrig haben. Ich werde seine Herrschaft beenden und ich habe einen Plan. Also gut, Sie haben recht. Aber wenn Sie den Herzog nicht töten wollen, was wollen Sie dann? Ich finde, Sie geben einen besseren Herzog ab als Luca Abele. Wenn ich ihn loswerde, ohne ihm die Kehle durchzuschneiden, könnten Sie die Leute überzeugen, dass Sie der Herzog sind? Kühn. Und ich gebe zu, es ist mir in den Sinn gekommen. Wenn die Leute glauben, ich wäre Herzog Abele und er der Doppelgänger, könnten wir ihn in die Klapsmühle stecken. Wir könnten jeden überzeugen, dass er... Was ist hier los? Au. Was ist los? Und ich will wirklich... Okay, laden. Wir müssen zuerst die Dinge ausschalten. Den einen Wachtypen. Und dann können wir erst mit ihm reden. Aber meine Vermutung war schon mal richtig. Es handelt sich hierbei tatsächlich um den Doppelgänger. Wir müssen jetzt echt nur schauen... Boah, ist das scheißlich. Ich muss jetzt echt nur schauen, dass wir den einen Wachtypen... Wachmann-Typen da... vielleicht... ausschalten. Hey, wo bist du? Ich hasse diese Maschine. Feigling. Der Mechanische soll sie erledigen. Wir haben hier einen Notfall. Erweiterte. Ja, ja. Adliges Puff. Ich glaube, da kann ich nochmal laden. Das läuft gerade nicht sehr gut. So. Schlecht. Schlecht für mich. Sehr schlecht für mich. Ja. Auch die Maschine geht mir gerade gewaltigst auf die Nerven. Was? Oh, hier drüben Hilfe! Okay, sie kommt her. Das muss ich auch wissen. Jetzt ist die Frage, ob das gut ist, was ich gemacht habe. Ich nehme lieber den da. Okay, sie kommt her. Das ist natürlich sehr viel geholfen. Dann können wir sie eventuell schnappen. Oder sie muss aufs Klo. Das ist jetzt die Frage, ne? Ja. Es wäre auch schon gut, die Tür zu schließen. Dann haben wir nämlich Zeit. Wow, was mache ich denn da? Tür schließen. Und hier im Klo gibt es keine Tür oder was? Also da so im Eck. Irgendwann finden wir dich. Ich frage mich, wer das war. Das wohl war. Scheißlich. Was so? Das war wieder Fail von mir. Ach komm, jetzt ist der Roboter echt da draußen. Mann, ey, das kann's ja nicht geben. Ich probier's doch jetzt mit dem hier. Das kann's echt nicht geben. Wie viel Pech? Aber diese Maschine, ne?
ist halt echt unglaublich. War doch nichts. So. Vielleicht so. Alter, ich muss so oft speichern. Es tut mir so leid. Es tut mir so unfassbar leid. Aber der Part ist auch zu Ende, denke ich mal. Boah, ey. Boah, ey. Meine Nerven. Ja. Ist ja leider. Na gut, ihr Lieben. Tut mir sehr leid, dass ich so oft speichern muss, aber... Ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin so verdammt ungeschickt und ja, ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich öfter speichere und somit, ja, bedanke ich mich wieder natürlich von ganzem Herzen für eure Aufmerksamkeit in Form von Zuhören, Zuschauen, Tipps, Tricks, was auch immer. Ist jetzt also unfassbar. Ich, was war es? Oh Gott, jetzt kommt die Alte auch noch. Hm? Warte mal kurz. Ich will mich nur schnell umsehen. Ja, ja. Verdammt nochmal! So viel dazu, ne? Beim haarigen... So. Komm mit. Das geht schon mittlerweile sehr gut. Wenigstens irgendwas kann ich. So, aber jetzt da. Jetzt machen wir Schluss. Entschuldigung. Ah, ich war gerade so angespannt. Also nochmal, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.